Willkommen zu einer weiteren Übungsaufgabe aus meinem Skript Strahlenoptik. Es geht diesmal wieder um das Brechungsgesetz. Und ich habe eine Aufgabe im Skript, da wird eine planparallele Platte angeschaut, also ein Fensterglas zum Beispiel. Da wird ein Lichtstrahl auf diese Oberfläche gebracht, der sich nachher zweimal bricht. Die Frage ist, um wie viel wird eigentlich der Lichtstrahl da seitlich abgelenkt? Wenn wir das ein bisschen größer nochmals als Schrift haben, wenn wir da planparallele Platten haben, wir wollen die Distanz x also berechnen und wollen jetzt mal ganz konkret für eine Plattendicke von 18 mm, also eine dicke Platte, das wäre ein Panzerglas oder so, Brechungsindex 1,51 und der Einfallswinkel von 58 Grad zum Lot mal durchrechnen. Das wäre die Aufgabe, das ist eine Geometrieaufgabe im Grunde genommen, wo wir einfach die Brechungsgesetze vor allem benötigen. Ich will die Aufgabe jetzt nochmals rasch skizzieren. Es ist so, dass wir hier also die Oberfläche haben, hier die hintere Seite, da die Plattendicke D. Wir haben das Lot hier an der Vorderseite, also an der ersten Seite. Wir haben gesagt, dass hier unter einem Winkel von 58 Grad, also ungefähr so, der Strahl eintrifft. Das ist der Winkel Alpha, nicht wahr, beim Brechungsgesetz, und der geht dann so weiter unter einem Winkel Beta. Und den brauchen wir dann sicher, diesen Winkel Beta, weil ja da die Brechung natürlich eine zentrale Rolle spielt. Und dann geht der Strahl ja weiter und er fährt dann hier wiederum eine Brechung, diesmal aber vom optisch dichten ins optisch dünne Medium. Das heißt, wir haben dann hier eigentlich wieder die Situation wie oben, hier auch der Winkel Beta zum Lot. Und deshalb nach dem gleichen Brechungsgesetz dann hier wieder der Winkel Alpha. Das heißt, wir können sagen, dass die zwei Strahlen letztendlich parallel sein werden. Es gibt einen Parallelversatz. Und gefragt ist jetzt, wie gesagt, um wie viel werden die beiden Strahlen jetzt hier parallel versetzt? Also wie groß ist die Distanz x hier? Und wir machen das jetzt in zwei Schritten. Es ist so, dass wir zuerst mal schauen müssen, wie groß wird denn eigentlich hier unten diese Distanz, diese hier? Nennen wir das mal Epsilon. Das können wir mit dem Winkel Beta und dem der Dicke der Platte D ausrechnen. Das machen wir nachher gleich. Und dann müssen wir in einem zweiten Schritt, wenn wir das Epsilon haben, diese Distanz hier übernehmen, also ausrechnen mit Pythagoras zum Beispiel, und dann mit der Distanz dann in diesem Dreieck hier gesuchte Strecke x berechnen. Dieses Dreieck ist dann wieder rechtwinklig. Genauso wie das grüne Dreieck. Also zuerst in diesem Dreieck y berechnen, dann mit dem y diese Strecke s vielleicht zwischen dem Punkt und dem Punkt berechnen. Das ist dann die Hypotenuse in diesem Dreieck. Und dann können wir da als Gegenkathete mit diesem Winkel, den wir dann auch kennen, das x berechnen. Gut, zuerst brauchen wir das Beta. Das Brechungsgesetz sagt ja, Sinus Alpha durch Sinus Beta ist gleich n. Das heißt, Beta, haben wir auch schon ausgerechnet, ist nachher Sinus Alpha durch n, das wäre der Sinus von Beta. Und Beta selbst ist der Arcosinus. Arcosinus von Sinus Alpha durch n. Da wir Alpha ja kennen, n nachkennen, kann man den Winkel Beta im Prinzip berechnen. Jetzt übernehmen wir das mal. Beta, das ist jetzt der Winkel hier in diesem rechtwinkligen Dreieck. Wir wollen das y haben. Und da ist ja so, dass y durch, also Gegenkathete durch Ankathete, gerade der Tangens von Beta ist. Wir können sagen, y durch d, Strecke d haben wir hier, ist Tangens von Beta. Oder anders gesagt, das gesuchte y ist gleich d mal Tangens Beta. Da haben wir das y. Jetzt können wir sagen, mit dem y und dem d können wir die Strecke s berechnen. Da nehmen wir die Pythagoras. Wir könnten auch mit den Winkelfunktionen arbeiten. Wir können aber sagen, also s nach Pythagoras ist dann die Wurzel
Also Summe der beiden Katheten, also y² plus d². Das heißt, das S kennen wir auch. Und mit dem S und diesem Winkel hier, den wir noch anschauen müssen, können wir dann die gesuchte Strecke x berechnen. Und dieser Winkel da oben, dieser Winkel hier, ist ja gerade die Differenz von diesem braunen Schenkel, oder ja, der Zwischenwinkel zwischen diesem braunen und diesem lila Schenkel. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen der große Winkel Alpha, den wir auch hier gesehen haben, minus Beta. Das ist gerade Alpha minus Beta. Und das ist die Gegenkathete zu dieser Hypotenuse von diesem Winkel. Das heißt, x durch s ist der Sinus wiederum von Alpha minus Beta. X durch s ist gleich Sinus von Alpha minus Beta. Und das gesuchte x ist dann s mal der Sinus von diesem Winkel. So, jetzt müssen wir halt diese Winkel mal noch ausrechnen. Beta haben wir mal offen gelassen, das können wir darauf ergänzen. Beta war Sinus Alpha durch n, Alpha war 58 Grad, 58 Sinus durch, was haben wir gesagt, 1,51 glaube ich. Jawohl, ist gleich. Und dann der Arcosinus. Das gibt dann gerade 34,17 Grad etwa. N war ja 1,51. Jetzt können wir hier sehen, y ist d mal Tangens Beta. Winkel Beta lassen wir gerade, nehmen die Tangens davon und multiplizieren mit der Dicke d, die ist 18 mm. Lassen wir das gerade Millimeter, dann haben wir 12,22 mm. Das wäre diese Strecke hier. Die brauchen wir jetzt, um das S zu berechnen. Das S ist also d im Quadrat plus y im Quadrat. Das y haben wir schon, das also im Quadrat. Plus das d, das 18 war im Quadrat, ist gleich. Und die Wurzel, das gibt 21,76 etwa Millimeter. Das ist das S, diese Strecke hier. Und jetzt können wir mit dem S und diesen Winkeln, die wir kennen, dann das X berechnen. Nun, Alpha hatten wir ja, das sind 58 Grad. Beta haben wir ausgerechnet, sind 34,17 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt das mal in den Speicher rasch nehme, dann habe ich das Alpha, das ist 58 Grad, minus das Beta, das war etwa 34,17. Gibt so viel. Da brauche ich davon den Sinus. Das multipliziere ich mit dem S-Wert, den ich im Speicher habe. Das gibt dann 8,79 etwa Millimeter. Können Sie sagen, dass unser Strahl da um etwa 8 mm seitlich versetzt wurde. Das hängt jetzt ab natürlich vom Winkel Alpha. Also wenn der Winkel Alpha hier sich verändert, dann wird dieses x kleiner, wenn das Alpha kleiner wird. Wenn der Winkel Alpha 0 Grad ist, dann geht der Strahl gerade durch. Das heißt, dieser seitliche Versatz wird umso stärker sichtbar, wenn man ihn überhaupt sieht, je flacher man da quasi an die Glasoberfläche schaut, je größer der Winkel Alpha wird. Wenn Sie eine Glasoberfläche quasi mit dem Blick nur so streifen, dann ist dieser seitliche Versatz am besten zu sehen.